Herr Schaffner, ich darf Sie begrüßen zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute geht es um eine Zusammenfassung der wichtigsten Energiegrößen. In der Thermodynamik haben wir es mit einer Reihe von Energiegrößen und energieartigen Größen zu tun, die zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sind. Ich will Ihnen heute einen Überblick über die wichtigsten dieser Größen geben, über die Enthalpie H, über die Entropie S und über die freie Enthalpie oder Gibbsche Energie G. Die Thermodynamik betrachtet die Welt in einer für sie eigenen Perspektive. Wir betrachten Systeme, die sich in einem Zustand befinden. Diesen Zustand beschreiben wir mit sogenannten Zustandsgrößen, Eigenschaften des Systems. Zum Beispiel mit den bekannten Größen Druck, Temperatur, Volumen, Masse etc. Die Thermodynamik erfindet jedoch zusätzlich noch weitere Eigenschaften eines Systems. Meist sind dies die eben genannten energieartigen Eigenschaften. Die Eigenschaften des Systems ändern sich naturgemäß, wenn wir den Zustand ändern. Die Änderung von einem Anfangs- zu einem Endzustand nennen wir einen thermodynamischen Prozess. Von großer Bedeutung ist die Frage nach der Änderung der Energie während eines Prozesses, die Frage nach der Änderung des Ordnungszustandes oder Chaos während eines Prozesses und ganz besonders wichtig, die Frage nach der Änderung der Instabilität bzw. Stabilität während eines Prozesses. Um diese Fragen quantitativ, das heißt mit Zahlen, zu beantworten, benötigen wir die neuen Zustandsgrößen H, S und G. Zu jeder wichtigen Zustandsgröße gibt es einen Hauptsatz, der eine universelle Gesetzmäßigkeit mit dieser Zustandsgröße verknüpft. Wir starten unsere Übersicht mit der Zustandsgröße H, das ist die Enthalpie. Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie, die in einem System enthalten ist. Je größer der Energieinhalt eines Systems, desto größer ist auch seine Enthalpie. Die Enthalpie wurde unter anderem deshalb eingeführt, um den ersten Hauptsatz der Thermodynamik knapp zu formulieren. Der erste Hauptsatz ist der Energieerhaltungssatz und dieser besagt, die Gesamtenergie des Universums ist konstant. Um diesen Hauptsatz für einen Prozess anzuwenden, muss man die Energien bzw. Enthalpien der beteiligten Systeme kennen. Wir werden gleich einige Beispiele diskutieren. Jede Größe in der Naturwissenschaft muss messbar sein. Zwar ist der Absolutwert der Enthalpie einer Messung nicht zugänglich, aber Änderungen der Enthalpie, Delta H, sind sehr gut messbar. Jede Wärme, die bei einem spontanen isobaren Prozess gemessen wird, entspricht einer Enthalpiedifferenz Delta H. Die Prozessgröße Wärme wird in diesem speziellen Fall zur Änderung einer Zustandsgröße. Die Enthalpie hängt von mehreren Eigenschaften eines Systems ab, unter anderem von der Temperatur, von der Phase und von der chemischen Zusammensetzung. Die Enthalpie hat keinen natürlichen Nullpunkt. In der Chemie arbeitet man in der Regel mit den Standardbildungsenthalpien. Hierbei wird willkürlich allen Elementen bei 25 Grad die Enthalpie 0 zugeordnet. Wir schauen uns zunächst einen physikalischen Prozess durch die Enthalpiebrille an. Wir wenden den ersten Hauptsatz auf einen Kreisprozess an, auf eine Carnot-Maschine. Eine Carnot-Maschine arbeitet zwischen zwei Temperaturen T1 und T2. T1 ist die hohe Temperatur, T2 ist die niedrige Temperatur. Wärme Q1 fließt aus dem hohen Temperaturniveau in die Carnot-Maschine
Diese gibt Arbeit an die Umgebung ab und außerdem fließt eine weitere Wärme Q2 in das untere Temperaturniveau. In dieser Form arbeitet die Kanuma-Schiene als Wärmekraftmaschine. Was fordert der erste Hauptsatz für diesen Prozess? Der erste Hauptsatz fordert die Erhaltung der Gesamtenergie. Wir sehen im Carnot-Prozess drei Energiegrößen. Aufgenommene und abgegebene Energien müssen dem Metare nach gleich sein. Q1 plus Q2 plus Wref gleich 0. Aufgrund der Vorzeichenkonvention können wir die Energiebilanz auf diese Art und Weise formulieren. Das ist der Kommentar des ersten Hauptsatzes zum Carnot-Prozess. Nach dem ersten Hauptsatz wäre es auch möglich, dass Q2 gleich 0 ist, vorausgesetzt Q1 entspricht dem Negativen von Wref. Wir werden gleich sehen, dass dieser Fall nach dem zweiten Hauptsatz nicht möglich ist. Der erste Hauptsatz ist eine Art Buchhalter im Universum. Passt auf, dass keinerlei Energie verloren geht. Eine weitere wichtige Größe, welche die Thermodynamik neu einführt, ist etwas schwerer fassbar als die Energiegröße Enthalpie. Es ist die Entropie, abgekürzt mit dem Buchstaben S. Die Entropie ist ein Maß für das Chaos in einem System. Maß für die Unordnung, ein Maß für die Energieverteilung, ein Maß für die negative Information. Bei allen im Universum beobachteten Prozessen kann die Entropie niemals abnehmen. Die Entropie kann nur gleich bleiben oder zunehmen. Das ist die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Die Entropie, das Chaos im Universum, nimmt niemals ab. Die Messung der Entropiedifferenz geschieht wiederum über eine Wärme. Der Quotient aus reversibler Wärme, die bei einem Prozess auftritt oder in einem Ersatzprozess auftreten würde, dividiert durch die Temperatur, ergibt eine Art reduzierte Wärme, Q durch T, welche der Energieänderung entspricht. Die Entropie hängt genau wie die Enthalpie von Temperatur, Phase und chemischer Struktur ab. Zusätzlich hängt die Entropie noch ganz deutlich von der Verdünnung ab. Je verdünnter ein System ist, desto größer ist sein Chaos, desto größer ist seine Entropie. Die Entropie hat im Gegensatz zur Enthalpie einen natürlichen Nullpunkt. Dies ist die Aussage des dritten Hauptsatzes. Die Entropie eines idealen Kristalls beträgt bei 0 Kelvin 0. Wir betrachten nun wieder unsere Carnot-Maschine, diesmal durch die Entropiebrille. Wo sind hier Entropieänderungen festzustellen? Der erste Hauptsatz gilt nach wie vor und ist von den folgenden Betrachtungen unberührt. Wir betrachten den Prozess unter Entropieaspekten. Das Temperaturniveau T1 gibt Wärme ab. Und das sogar reversibel. Das bedeutet, die Entropie im Temperaturniveau T1 sinkt um den Betrag Q1 durch T1. Im Temperaturniveau T2 nimmt die Entropie zu. Die Wärme wird aufgenommen und zählt als positive Größe. Entropieänderung Delta S2 gleich Qref 2 durch T2. Nach dem zweiten Hauptsatz muss die Summe der Entropieänderungen niemals negativ sein. Sie ist bei irreversiblen Vorgängen größer als 0. Nur im Grenzfall der reversiblen Vorgänge, so wie hier beim idealisierten Carnot-Prozess, ist sie gleich 0. Die Summe der beiden Entropieänderungen ergibt also mindestens gleich 0. Im reversiblen Carnot-Prozess exakt 0. Dies fordert der zweite Hauptsatz für die Carnot-Maschine. Und dies beschränkt nun den Wirkungsgrad Eta. Wir kombinieren die beiden Gleichungen für den ersten und zweiten Hauptsatz und berechnen nun den Quotienten W durch Q1.
Das ist der sogenannte Wirkungsgrad Eta. Wir sehen, dass der Wirkungsgrad immer kleiner als 1 sein muss. Eine Kanonmaschine und jede andere reversible Wärmekraftmaschine kann Wärme Q1 niemals vollständig in Arbeit umwandeln. Der bestmögliche Wirkungsgrad beträgt im reversiblen Fall T1 minus T2 durch T1. Bei einer Temperatur T1 von 600 Kelvin und T2 von 300 Kelvin beispielsweise kann dann bestenfalls die Hälfte der aufgenommenen Wärme Q1 in Arbeit umgewandelt werden. Der Rest ist Abwärme. Diese Limitierung gilt für jede Wärmekraftmaschine, zum Beispiel auch für ein Wärmekraftwerk oder für einen Dieselmotor. Wärme ist eine unedle Energieform und kann in die edle Arbeit nur zu einem bestimmten Anteil umgewandelt werden. Das obere Limit setzt der Carnot'sche Wirkungsgrad. Ursache für diese Begrenzung ist der zweite Hauptsatz. Wir können Enthalpie und Entropie in geeigneter Weise zusammenfassen, um die extrem nützliche Zustandsgröße freie Enthalpie oder Gibbsche Energie G zu erhalten. G ist ein Maß für die Instabilität eines Systems. Für die Ermittlung von G muss nicht das ganze Universum betrachtet werden, sondern wir können uns auf die Betrachtung des Systems beschränken. Der zweite Hauptsatz lautet nun, die freie Enthalpie G, ein Maß für die Instabilität, nimmt niemals spontan zu. Man kann G ausrechnen aus H und S mit der sogenannten Gibbs-Helmholtz-Gleichung. G ist auch messbar als Nutzarbeit, die bei einem reversiblen Prozess auftreten würde. Die freie Enthalpie hängt, genau wie H und S, von den 4 Faktoren Temperatur, Phase, chemische Struktur und Verdünnung ab. Der willkürliche Nullpunkt von G sind die Elemente bei 298 Kelvin. Jeder Prozess, egal ob physikalisch, chemisch oder biochemisch, kann durch Angabe von 3 Deltas, 3 Änderungen thermodynamischer Zustandsgrößen, charakterisiert werden. Die Prozessenthalpie Delta H, ein Maß für die Energieänderung. Die Prozessentropie Delta S, ein Maß für die Änderung des Verteilungszustandes der Energie. Und Delta G, ein Maß für die Änderung der Instabilität. Wenn die Reaktionsenthalpie Delta H positiv ist, spricht man von einem endothermen Prozess. In dem Fall ist die Enthalpie des Endzustandes größer als die Enthalpie des Ausgangszustandes. Im umgekehrten Fall, wenn die Enthalpie abnimmt, sprechen wir von einem exothermen Prozess. Wenn wir die Änderung des Chaoswerten eines Prozesses betrachten, können wir unterscheiden zwischen einem endotropen Prozess, bei dem das Chaos zunimmt, und einem exotropen Prozess, bei dem das Chaos lokal im System abnimmt. Am wichtigsten ist die Veränderung der freien Enthalpie, der Instabilität. Bei Zunahme der freien Enthalpie, wenn der Endzustand instabiler ist als der Ausgangszustand, sprechen wir von einem endergonischen Prozess. Wenn Delta G negativ ist, Endzustand stabiler als der Anfangszustand, haben wir einen exergonischen Prozess. Man kann diese Betrachtungsweise auf beliebige physikalische und chemische Prozesse anwenden. Ein Beispiel, das wir schon diskutiert haben, ist die Carnot-Maschine. Ein weiteres Beispiel ist die einfache Verdunstung von Wasser bei 25 Grad. Anfangszustand. Ausschließlich flüssiges Wasser bei 25 Grad in einem Vakuum. Endzustand. Ausschließlich gasförmiger Wasserdampf bei 25 Grad und einem Bar. Durch die Energiebrille betrachtet sehen wir das folgende Enthalpieprofil. Beim Prozess vom reinen Anfangszustand zum reinen Endzustand nimmt die Enthalpie zu. Der Enthalpiezuwachs dieses
endothermen Vorgangs beträgt 44 Kilojoule pro Mol. Durch die Entropiebrille betrachtet erkennen wir eine Zunahme des Chaos im System. Der Entropieunterschied zwischen dem reinen Ausgangszustand und dem reinen Endzustand beträgt 119 Kilojoule pro Mol und Kelvin, ein endotroper Prozess. Am wichtigsten ist die Veränderung der freien Enthalpie. Wir sehen in diesem Profil eine Zunahme der Instabilität vom reinen flüssigen Wasser zum reinen gasförmigen Wasserdampf. Delta G0 beträgt 8,6 Kilojoule pro Mol bei diesem endergonischen Prozess. Der Endzustand ist zwar instabiler als der Anfangszustand. Es existiert jedoch zwischen Anfangs- und Endzustand ein Minimum der freien Enthalpie, entsprechend einem Maximum an Stabilität. Das ist das Gleichgewicht des Prozesses. Wasser wird bis zu diesem Reaktionsstand Xi verdunsten, dann wird der Prozess makroskopisch zum Stillstand kommen. Aus der freien Enthalpie Delta G0 kann man die Gleichgewichtskonstante des Prozesses berechnen. Die freie Enthalpie hat hier ein Minimum. Zum Abschluss noch ein Beispiel eines chemischen Gleichgewichts. Die Spaltung von N2O4 ist energetisch betrachtet ein endothermer Prozess. Die Enthalpie eines Mols Ausgangsstoff beträgt 9,368 Kilojoule. Die Enthalpie von 2 Mol Endprodukt 66,64 Kilojoule. Dies entspricht einer Standardprozessenthalpie von etwa 57 Kilojoule. Auch die Entropie nimmt bei der Dissoziation zu. Bei einem Formelumsatz erhöht sie sich von 304,3 auf 479,6 Joule pro Kelvin. Ein endotroper Vorgang. Am wichtigsten, weil wir damit direkt das Gleichgewicht erkennen und berechnen können, ist die freie Prozessenthalpie. Wir sehen im entsprechenden Profil, dass die Produkte 97,7 Kilojoule weniger instabil sind als die Ausgangsstoffe, die Reaktanten, 102 Kilojoule. Es gibt aber einen Zustand noch geringerer freier Enthalpie. Eine Mischung bei 82% Umsatz hat in der Tat die größte Stabilität. Diese Mischung entspricht dem Gleichgewichtszustand. Hier gilt das Massenwirkungsgesetz. Freiwillig werden sowohl reine Reaktanten als auch reine Produkte sich in Richtung Gleichgewicht hinbewegen. Wir fassen zusammen. Enthalpie, Entropie und freie Enthalpie sind die wichtigsten Zustandsgrößen in der Thermodynamik. Jeder Prozess kann durch Angabe von Delta H, Delta S, Delta G charakterisiert werden. H ist ein Maß für die Energie, S ist ein Maß für das Chaos und G ist ein Maß für die Instabilität des Systems. Wichtig ist insbesondere die freie Enthalpie, denn das Minimum der freien Enthalpie bestimmt die Lage des Gleichgewichts. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.